Hallo, der ist ranzig, der Dicke. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise heute ist der Horneo Community Day. Leider gibt es keine Spezialforschung. Eigentlich sollte man wieder für 99 Cent so ein Ticket kaufen können. Für eine kleine Spezialforschung ist jetzt doch nicht da, wurde wieder zurückgenommen. Wir wollen uns jetzt eigentlich mit dem Flo treffen. Annika will dann auch noch kommen, der Bob wollte eigentlich kommen, der Konstin wollte kommen. Heute müsste eigentlich also richtig was los sein. Vielleicht können wir noch einen kleinen Raid mit einbauen zwischendurch. Und ja, keine Ahnung, das war's eigentlich. So, theoretisch sind jetzt alle da, könnte man sagen. Da ist der Bob. Der Bob ohne Brille. Da sind die Kids, die haben schon wieder 3, 4 Shinies überall auf ihren Accounts. Wo ich noch nicht mal, ich habe gerade mal 3, 4 Honlio angetippt und die haben schon 3, 4 Shinies. Hinten auch Konstin mit Familie, beziehungsweise der heißt ja eigentlich nicht Konstin. Der Kleine heißt ja, glaube ich, Konstantin und er heißt ja, glaube ich, Marco. Das sieht man immer, wenn man Spenden kriegt bei PayPal, da werden die Namen geleakt und alles Mögliche. Dürfen wir aber nicht verraten, deswegen sag mal einfach Konstantin, das sind alle drei gleichzeitig. Flo ist auch noch irgendwo, der hat extra Geld abgehoben, dass er sich dann ein Eis kaufen kann. Weil Eis ist bekanntlich so teuer, der müsste erstmal 100 Euro abheben. Für die Leute, die unterwegs sind und unterwegs spielen, was ist eure Strategie eigentlich? Einfach Rauch an und laufen? Oder macht ihr auch Lokmodule an? Weil früher war es ja wirklich so, die Lokmodule haben dann 3 Stunden gehalten. Der Seeder ging 3 Stunden, aber hier sind viele Stops. Die könnte man alle boosten, aber die halten ja trotzdem nur 1/2 Stunde. Scheiße. Und das heißt, braucht man gar nicht anmachen, weil wenn man das nächste Mal wieder hier vorbeikommt, sind die eh schon wieder aus. Und die anmachen, nur damit sie nachher vorbei sind, ist eigentlich Quatsch, oder? Oder setzt ihr euch irgendwo hin, wo 4, 5 Stops sind, so wie hier. Macht einfach alles an und bleibt hier sitzen. Da habt ihr zwar keine Bewegung, aber egal, kann man ja trotzdem mal machen. Das gibt's doch nicht, schon 1,5 Stunden gespielt, noch kein Shiny. Also eigentlich laufe ich erst seit 31 Minuten im Kreis. Und wie immer kommt es natürlich zu dem Punkt, man läuft eine Runde und schon holen sie sich alle Eis und sind süchtig. Das geht ja nicht ohne. Es ist so kalt, keine Sonne da und die müssen Eis essen. Shiny! Da ist das erste mit 151. Guckt euch das an. Immer noch beim Eis holen. Zum Glück hat es so lange gedauert. Da guck mal, so sieht das aus. Wenn ich ein Honlio fangen will. Nein, so sieht es aus, wenn man Eis isst. Gut. Einfach mal belästigt. Nee, da ist es auf jeden Fall. Das nehmen wir jetzt mit. Das tüten wir mal live hier ein, per Kamera. Wildes Hundi. Mit. Hey, das sieht ja wirklich so aus. Fehlt nur oben noch ein Stachel drauf, aber guckt euch das Hornlio an. Bis es runterfällt. Hornlio am Boden, wo es hingehört. Wir haben das mitgenommen. Erstes Shiny. Was ist dann das Braune da? Ist das auch ein Shiny Hornlio? Nee, das ist die Gala-Version, genau. So macht man das. So, dass sich jetzt alle hierher gesetzt haben, erstmal an den Strich 2.0. Wollen wir das mal ausprobieren mit den Fotobombs? Dazu wollen wir erstmal hier eins fangen. Ein Hornlio, fotografieren ein Hornlio und bekommen dann ein Hornlio, weil auf dem Foto ein Hornlio ist, wo eigentlich das Farbigel sein müsste. Das dürfte klappen, also wieder bis zu 5 Mal. Wäre lustig, wenn jemand ein Shiny aus der Fotobomb bekommen hat. Schreibt's mal in die Kommentare. Ihr seht hier die Kamera, ne? Zack! Und da ist ein Hornlio drauf. Das müssen wir jetzt nur fangen. Wieso machen die das nicht wie beim GoFest? Habt ihr eigentlich immer unendlich mal die Möglichkeit, eine Fotobomb zu machen und die Fotobomb mit einmal, also die Medaille auf Gold zu kriegen. Aber wer will denn während des GoFestes 2 Stunden lang Fotobomben machen? Das raubt euch so viel Zeit, dass ihr die ganzen Pokémon nicht fangen könnt und jagen könnt. Muss jeder selber wissen, wie er das macht. Für mich würde sich das lohnen. Deswegen machen wir gleich noch eins. Zeigen wir in die andere Richtung, damit ihr seht, was da abgeht. Los, komm her. So, da sieht es nämlich so aus. Da sitzt die Hälfte. Jetzt müssen wir das wieder fangen. Da ist noch eins im Rauch. Wenigstens der Rauch hält an. Aber mit den Lokmodulen, das lohnt sich, glaube ich, wirklich nicht. Die lassen wir einfach aus. Momentan ist es halt wirklich nicht so prickelnd, wenn ihr rausgeht. Dann setzt euch wirklich irgendwo an einen Stop.
Also wenn ihr euch bewegt, setzt euch halt wirklich an den Stop, macht Rauch an, habt ihr sicherlich mehr davon. So, das nächste Shiny mit 74 WP ist ganz bescheiden. Um 13 Uhr. Theoretisch läuft es also schon seit 2 Stunden. Wie sich alle immer in den Mittelpunkt drängen. Da könnte ich schon wieder. Da fallen mir die Haare aus. Glückwunsch auf jeden Fall. Ach, lass mich doch in Ruhe. Nein, nach 2 Stunden das zweite Shiny. So ist Durchschnitt. Da kann man ja heute 6 Stück mitkriegen, ne? In den 7 Stunden. Es sind nur 6. Es sind nur 6. Ich weiß doch. Wollt ihr mal eine motivierte Pokémon Go Community sehen? Dann guckt euch das an. Sieht aus wie die Hofpause von der Baumschule, keine Ahnung. Die Aussätzigen spielen da drüben. Zack! Aber da gibt's mehr Shinies, ne? Knobbers! Aber darf man ja nicht essen, ist ja ver. Wolle kaufen, Rose? Mein Gott! Oh, hier Pokémon-Werbung, was geht ab? Warum Evoli und nicht Pikachu? Weil Evoli besser ist. Okay, Evoli, weil Evoli kann man wenigstens wegwerfen und auf die Straße. Also wir haben ein neues Spiel erfunden, würde ich dazu sagen. Alle müssen rechts laufen an der Wand. Und wer ein Shiny fängt, muss wechseln rüber auf die linke Seite. Und wer zuletzt rechts läuft, der hat verloren. Ne? Außerdem wurde gerade offiziell angekündigt, demnächst gibt es auch Pokémon, die linke und rechte Edition. In der rechten gibt es immer einen kleinen exklusiven Baseballschläger dazu. Und bei der linken eine Blüte, die euch ins Haar, beim ins Haar, in den Kopf stecken könnt, wenn ihr keine Haare habt. Nutzt das mal aus, geht da mal mit. Wir können hier noch ein paar Aufgaben abholen. Denn sogar hier aus den Aufgaben kommt Hornliu. Wer hätte es gedacht? Ihr fangt Hornliu, damit ihr Hornliu bekommt. Und das ist sehr schön. Wir warten aber immer noch auf Pupsi. Kennt das noch jemand? Musikkassetten. Hallo. Hi. Balla, balla. Da fehlt ja die Rückseite. Jetzt siehst du aus wie Gossenboss mit Z. Siehst du aus wie Ballaballa. Kennt ihr noch Gossenboss mit Z? Schreibt es mal in die Kommentare. So, ich fühle mich eigentlich ein bisschen eingequetscht und hänge hier schon an der Wand rum so. Sieht aus, als würde ich im Bett liegen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall den Sekrom-Raid machen. Man muss ja aufpassen, was man sagt. So sieht das dann also ungefähr aus. Ihr seht. Das ist ein Bild, oder? Das muss man nehmen. So sieht der Sekrom Raid Day aus. Nein, der Hornliu Raid. Ich habe jetzt aufgemacht. Vor allem Hornliu Raid Tag. Ach egal, ich melde mich einfach zurück im Fangbildschirm und wir gucken mal, wer das 100er bekommt. So, nachdem wir jetzt alle gefangen haben und der Yannick ein 2284er hatte, was das Beste aus der Runde war, will ich meins auch mal auflösen. Ich musste nämlich die anderen alle fangen. Und es ist ein Zekrom. 22,27. Was machen die denn schon wieder? Hä? Muss das sein? Gut, leider kein 100er, 23,7 braucht es. Ist wieder mal übelst schlecht, aber ich habe heute noch einen Lucky Tausch übrig. Vielleicht kann ich mir da was Gutes holen. Vielleicht kommt da ein 100er. Ich werde das erstmal eintüten in der Überblendung und dann laufen wir weiter. Es ist nämlich jetzt 14 Uhr. Noch 3 Stunden. So, das vierte Shiny auf jeden Fall mit 78 WP. Ich glaube, es ist das vierte, ich weiß es nicht. Guckt euch mal das schöne Bild an. Ne? Die Zitronenfalterschuhe mit 2 Hornejusen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die 5. Fotobomb schon fertig habe. Wir gucken mal kurz, wie der Sapper aus dem Mund läuft. Ne? Nur weil ein kleines Mädchen vorbeiläuft. Bob, schäme dich mit deiner Adidas. Was heißt Adidas? Genau, alle deutschen Idioten denken an Sex. Ne? Also, Dann werde ich gleich nicht müssen fassen. Wir machen mal, genau, siehst du, du Perverser, du. Wir machen mal noch ein Bild. Und gucken mal, ob das das... Guck mal, ich kann im Bob sein Hornliu sehen. Was sich da vor ihm rumbewegt. War sogar noch eins übrig. Was denn? Gut, nehmen wir das halt auch noch mit. Hornliu. Eigentlich müssen wir Contest machen. Wer hat das niedrigste Shiny bekommen heute? Wer hat das höchste Shiny bekommen? Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Nix. Keine Ahnung. Drei Shinies hintereinander. Da das nächste. Ich habe mir den Wert vorher nicht gemerkt, aber ihr habt genau aufgepasst und seht, dass das was anderes ist. Wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen stehen. Einfach nur so aus Spaß. Vor allem habe ich da hinten angemacht, wo gar keiner hinkommt. Ja, geht schon.
Was machst du da für komische Moves? So, wie ihr seht, man muss sich gar nicht bewegen. Wir stehen nämlich immer noch hier. Haben das nächste Shiny. Ja, Pupsi will wahrscheinlich fangen, keine Ahnung. Ja, guckt auf meine Nägel. Ja, guck, wo es hinfliegt. Das dürfte jetzt das fünfte sein. Ich glaube, das ist sogar das höchste, was ich bis jetzt habe, obwohl es gar nicht so hoch ist. 298. Vielleicht hat Pupsi ein höheres und wir machen heute einen Spezialtausch. Sie gibt mir ihr höchstes, das entwickle ich zu Bibor. Irgendwie sowas. Denn ich hasse es. Ich will beim Shiny immer das höchste Level haben. Die IV sind mir da komplett egal. Die Leute drehen ja immer durch und wollen immer 100 IV. Außerdem, ich weiß ja immer noch nicht, wie das ist mit den Mega-Entwicklungen. Deswegen ab jetzt nicht mehr 3 für die Familie, sondern 4 für die Familie. Für die Verfüge. Und dann passt das auf jeden Fall alles. So, und das nächste Shiny, das dürfte jetzt das 6. sein, glaube ich. Nicht wundern. Der Konstin und der Rupasch und die Brunhilde. Ich weiß den Namen nicht mehr. Die sind auf jeden Fall jetzt nicht mehr da. Wir machen uns schon Gedanken, wo wir das GoFest verbringen könnten. Vielleicht einen Tag in Meiningen, einen Tag in Coburg, vielleicht einen auf der Feste Coburg, einen Tag in der Innenstadt Coburg, vielleicht einen Tag in Berlin, einen in Hamburg. Ne? Schreibt ihr mal Ideen rein, wo man das GoFest spielen kann, in welcher coolen Stadt, die so weit weg ist, dass man Fluss. Hey, gewonnen! Gut. Pupsi ist jetzt auch heim, die will sich noch mal hinlegen eine Stunde. Wir müssen ja dann zum Grillen, wir werden gezwungen. Genau. Und ja, es ist jetzt auch gleich 15.40 Uhr, das heißt, es ist immer noch eine Stunde 20 Minuten. Und vergesst nicht, eure Biboren weiterzuentwickeln. Bis 19 Uhr habt ihr ja Zeit, dass das noch Schlagbohrer bekommt. Beste Attacke ever. Da wird sogar der Bob neidisch. So, wir wollen jetzt trotzdem mal ganz kurz ein Hornio durchentwickeln zum Bibor, dass wir das nicht vergessen. Das hat 298. Falls ich noch eins kriege, wirklich mit über 300, werde ich einfach noch ein zweites entwickeln, weil ja, hat er dann die Spezialattacke, das kann man ja immer mal mitnehmen. Vielleicht ist es ja nützlich. Wie viel hat denn dein höchstes? Dann wird es eh schlechter und hat weniger. Ihr seht also Kukuna, statt gelb ist es hier so schön limettengrün. Und das Bibor müsste auch grün sein, statt gelb, statt Zitrone habt ihr dann auch ein Limetten-Bibor. Finde ich aber genial. Ich finde Bibor sowieso cooles Pokémon. Sowieso Generation 1 ist immer noch meine Lieblings-Gen. Okay, Fuß ab, da ist er weg. 1251 mit Schlagbohrer, Plage. Vielleicht ist es ja nützlich für die Superliga. So, jetzt der ultimative Plan. Es hat ja angefangen zu regnen. Das sind die ja jetzt alle Wetter geboostet. Toll. Jetzt habe ich mich selbst verarscht. Da war nämlich gerade ein Shiny aus dem Rauch und ich bin zurück, wollte aufnehmen. Jetzt ist es natürlich weg und das nächste ist da. Mit 256, sehr schön. Trotzdem seht ihr, dadurch, dass es regnet, sind die Pokémon jetzt teilweise Wetter geboostet, erreichen mehr WP und so würden wir es vielleicht schaffen. Glückwunsch, du hast eine Medaille. Fange 200 Pokémon vom Typ Feuer. Ein wettergeboostetes Shiny zu bekommen, was über 300 hat. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Es ist 16.05 Uhr bis 17 Uhr. Will ich jetzt noch ein Shiny haben, was über 300 WP hat. Der fängt ja einfach 1000 Hondi und kriegt einfach mal die 200 Typ Feuer Medaille. So kann man es auch machen. Deswegen fängt es jetzt auch an zu regnen, damit deine Hondios endlich mal abgelöscht werden. Hier, das ist doch genau 330. Wieso kann das nicht Shiny sein? So, nachdem ich eben ein Shiny mit Wetterboost hatte und bin zurück und wollte einen Spaß machen und es war weg und ich habe es sitzen lassen, weil ich bekloppt bin, habe ich das nächste jetzt bekommen. Also eigentlich hätte ich eins mehr. Ihr seht, mit Wetterboost leider wieder unter 300. Aber das Gute ist, wenn ihr jetzt mit Sternstück ein Hornio fangt, kriegt ihr nicht 450 Staub. Ihr kriegt für eins 562 Staub. Das heißt, zwei Hornios sind schon 1000 Staub. Das rentiert sich. Da noch ein paar Eier dazu. Ne? Dann geht's richtig ab. Ey, es ist so leidend. Ihr läuft rum. Ihr kriegt immer zu 300
370, 368, 300 was weiß ich. 386. Und dann ist ein Scheidi dabei, du freust dich schon mega, 269. Okay. Aber ist egal, es sind noch 40 Minuten. Wir werden noch ein Shiny über 300 bekommen. Sonst verschicke ich mein zweitbestes Pokémon. Also man denkt, seitdem es regnet, ist die Shiny-Rate deutlich erhöht. Schon wieder eins, aber 157. Das wird nix. Es sind aber noch 5. 346 beim Flo, sehr schön. Na, wir gucken mal, wenn nicht, geht das heute böse aus. Wie gesagt, ich bin noch guter Dinger, dass ich noch eins über 300 bekomme. Wir suchen weiter, im Rauch ist ja auch immer sowas. Jede Minute. 335, aber natürlich kein Shiny. Und Shiny wieder 100. Warum? Warum? Und das nächste Shiny mit 211. Es ist noch eine halbe. 32 ist es jetzt, noch 28 Minuten. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, verschicke ich mein zweitbestes Pokémon mit über 4000 WP. Dein bestes. Mein zweitbestes. Boah, ich esse gleich die Kamera. Oh nein, mache ich nicht, aber. Es ist ja noch alles gut. Es kommen so viele über 300. Es muss nur Shiny sein. Und da ist es. Guckt euch das an. Wir müssen nochmal den Glanz herzaubern, wenn es auf dem Bildschirm auftaucht. Es sieht ja voll dumm aus. Das glänzt, es sprudelt ja gar nicht drum rum. 367 Shiny. Jetzt muss ich schnell eine goldene Beere nehmen. Hornliu. Hornliu. Das war krumm und schief. Hornliu. Take. Das können wir eigentlich bei der Auswertung zum Ende nochmal entwickeln. Machen wir das zweite Biber, gucken, wie viel wir insgesamt haben, gucken, wie viel die anderen haben. Und es sind immer noch 23 Minuten. Wir bewerten es mal kurz. Ich liebe es. Im Spiel regnet es, aber hier regnet es gar nicht. Also Wetterboost-Regel. So, wer hat eben aufgepasst? Wie viel hatte das Shiny eben? 300? 67. Ich 67? Ja, weil du hast zwei weniger als ich. Glaube. 387! Ja! Das müssen wir also fangen und ich glaube, da werden wir das dann entwickeln. Oder wir machen einfach drei Bibor. Buh. Vielleicht sind die auch mal nützlich. Vielleicht kann man die ja doch mal traden mit jemandem, der sagt, boah, hat jemand eins, gut für die Superliga mit dieser Spezialattacke. Und dann sage ich, ich habe einfach 10 Stück. Dann nehme ich die alle mit und dann passt das auch. Ich habe ja genügend Bonbons. Was macht man damit? Nix. Deswegen werde ich einfach die zwei über 300 auch noch entwickeln. Ist scheißegal, es wird einfach alles mitgenommen. Fertig. So, der Hornliu C-Day ist also eigentlich vorbei. Wir fangen mal an. Von ganz links nach ganz rechts mit der Ausbeute und entwickeln dann noch unsere zwei. So, hallo, wie viel haben wir gefangen? Null. Okay, Bauchredner. Wie viel haben wir hier? 10 Stück bei der Annika, wunderbar. Dann der Flo 9. Hat 9. Was war mit dem Kleinen? Das war der Kleine. Ach so, der was Großer war das? 10. 10, alles klar. Jetzt einen kleinen Moment. Also, kannst du erstmal weitermachen. Okay, wir gehen hier zum. 7. Zum Mann mit dem Handy vorm Gesicht. 7! 7 Stück beim Furzi. Die Annik hat was. Wie viel? 17. 17? Bist du dir ganz sicher? Ja. Ey, du kennst ja alles auswendig. Ja. Lina, was geht ab? Letzter kleinen Moment. Aber was ist denn immer zu? Gut, wir fragen so lange mal Pupsi. So, Pupsi, wie viel haben wir bei dir? 7. 7 Stück, du hast auch schon eins entwickelt. 2 entwickelt. Achso, hier ist das Kokuna und da ist das Bibor. Dann geht's weiter hier beim Konstin. Der hat nämlich unter seiner Mütze was versteckt. 9 Stück? Wie geht das denn? Und der Rupersch, ne? Bester Name ever, hat 6. Ach so, er hat gleich Schillern und Hornliu eingegeben. Das ist natürlich noch genialer. Da sieht man nämlich die anderen Sachen nicht noch hat dazu. Noch 12 Bibo Shiny. Bibor! So, dann haben wir noch die Kulikunde und die hat 7. 7, genau. Eins sitzt schon in der Arena, oder was?
einfach heimlich gesetzt. Dann verabschiede ich mich von euch und von dir. Und du kommst in die Hölle, weil du mich jetzt hier sitzen lässt. Mein Akku ist leer. Okay. Kataster, wie viel habt ihr? Und Vermessung, was sagst du? Was Geoinformation hat auch mitgemacht. Das ist aber klasse. Haben wir es jetzt? Nein. Ich muss noch eingeben. Ach so, gut, dann geben wir mal ein. Sag mal, ist das Eis? Oder ist das... Manchmal, wenn es mir im Magen rumgeht, kommt es auch braun und flüssig. Das nennt sich Kotbrot. Kotbrot, gut. Sag mal, Flo, kennst du Brottrunk? Gibt's im Rewe. Besteht aus fermentierten Brotresten mit Milchsäurebakterien, die noch leben. Kann man trinken, bestimmt lecker. Ich hab vor einer Stunde Rauch angemacht, das hält ja immer auf 2 Stunden. Ja, der hält ja auch 3 Stunden insgesamt. Ja, das ist ja das. Ich dachte, das passt. So, bei der Lina haben wir 13, deine Glückszahl, wunderbar. Wann das überhaupt? Am Abra hatte ich 26. 26. Jetzt gucken wir nochmal beim Ramses rein. Wie viel hat der Null? Der Ramses hat jetzt 14, aber eins habe ich ja sitzen lassen, weil ich geflohen bin und wollte das nochmal abfilmen. Dann war es ja schon weg, weil der Rauch gewechselt hat. Also eigentlich 15, wir haben aber nur 14 da. Das höchste. Horn Leo entwickeln wir natürlich jetzt nochmal zum Bibor. Das zweithöchste dann auch, aber da muss die Kamera nicht unbedingt laufen. Wir wollen nur mal gucken, wie hoch das kommt, das höchste, damit es schön nah an die 1400. Ich habe ein 1126 oder keine Ahnung was. 99 rankommt, also an die 1500 eigentlich. Wieder die grüne Limette mit 367 und... Kann man ja mal mitnehmen. 3 schöne, grüne, saftige Bibor. So. Vielleicht zum Tauschen so irgendwas ist machen. So ist 324er geworden. 1391. Mal gucken, da müssten wir ja jetzt eigentlich drüber kommen. Wir haben... Nein! 1584. So viel zur Superliga. Das war's von meiner Seite aus. Tschüss. Nein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt ihr mal rein, wie viele Shinies habt ihr bekommen und was war euer höchstes Shiny und habt viel Spaß. Bis zum nächsten Z-Day, bis zur nächsten Folge. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, for euer Ramses.